Neuenkirchen ist mit seinen annähernd 5000 Einwohnern ein Stadtteil von Melle. Die Stadt Melle ist flächenmäßig die drittgrößte Stadt in Niedersachsen. Aus dem früheren Landkreis Melle ist 1972 bei der Gebietsreform die Stadt Melle geworden und seitdem ein Teil des Landkreises Osnabrück. Ihre fast 50.000 Einwohner leben in 7 Stadtteilen und der Innenstadt. Neuenkirchen kann seinen Bewohnern fast alles bieten, was man zum täglichen Leben benötigt. 4 Kindergärten bereiten den Nachwuchs auf das Schulleben vor. Von der Grundschule bis zur Realschule sind und werden viele Schulformen vorgehalten. Von den 5000 Einwohnern im Stadtteil sind etwa 3000 Bürger evangelisch, 1000 katholisch und weitere 1000 haben einen anderen Glauben. Noch vor 20 Jahren führte die stark befahrene Landesstraße von Melle nach Bielefeld durch die enge Kirchhofsburg. Der Kirchplatz und der Weg rund um die Kirche eignen sich ausgezeichnet, um sich zu treffen oder um Feste zu feiern. Das bewies wieder einmal die Festmeile rund um die Kirche bei der 850-Jahr-Feier in diesem Jahr. Gut ausgebaute, ruhige Siedlungen, Geschäfte und Wohnorte und die modernen alten Wohnstätten im Zentrum zeichnen den Ort aus. Auch wenn Neuenkirchen keinen direkten Autobahnanschluss hat, hat sich hier im Ort eine große Anzahl von Firmen niedergelassen. Sie bieten sehr vielen Ortsansässigen, aber auch Pendlern einen sicheren Arbeitsplatz. Die Wohnlage, die idealen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und die abwechslungsreichen Angebote an die Einwohner machen Neuenkirchen zu einem Ort, an dem man sich schnell heimisch fühlt. Ein gutes Beispiel für die erforderliche Planung von Industriegebieten ist die Ansiedlung der Firma Niemann in Neuenkirchen. Als am alten Standort der Platz nicht mehr ausreichte, errichtete der Unternehmer eine moderne Halle zur Produktion von Maschinen für die Farben-, Lack- und chemische Industrie im Industriegebiet seines Heimatortes. Mit fast 1000 Einwohnern ist der Kirchort Schipplage St. Annen der zweitgrößte Ort im Stadtteil Neuenkirchen. Neben mehreren ruhigen, gut ausgebauten Siedlungen zeigt sich die Kirchhofsburg mit der über 500 Jahre alten St. Annenkirche von seiner besten Seite. Moderne Industriebetriebe und findige Handwerksbetriebe machen Schipplage St. Annen zu einem attraktiven Wohnort mit vielen guten Arbeitsplätzen. Die älteste Erwähnung der ehemaligen Burganlage Warmenau ist aus dem 13. Jahrhundert. Das Torhaus hat die Zeiten bis heute überstanden. Der Neuenkirchner Ortsteil Suttorf kann stolz auf seine 1000-jährige Geschichte zurückblicken. Seine heute annähernd 350 Einwohner leben in einer intakten Dorfgemeinschaft. Die Gaststätte mit See zum kühlen Grunde begrüßt an der Landesgrenze die anreisenden Westfalen. Eine der wohl ältesten ehemaligen Burganlagen wird das Haus Königsbrück sein. Die restaurierte Anlage befindet sich im Besitz der Familie von Richthofen. Der Ort Holterdorf grenzt an Neuenkirchen. Seine fast 300 Einwohner leben abseits der großen Straßen oder auf den noch vielen Höfen. Hohe Bäume und mächtige Bauernhäuser prägen das Ortsbild an der Landesstraße. Kühingdorf hat eine vielfältige Landschaft. Auf einer Anhöhe, die ein tolles Panoramabild der Landschaft bietet, haben sich eine Gaststätte und ein Karosseriebetrieb angesiedelt. Der Ort hat die Zahl von 300 Einwohnern deutlich überschritten. Im Tal am Föhrenbach, ganz in der Nähe des ehemaligen Gutes Overkamp, gibt es Natur pur mit idyllisch gelegenen Höfen. Die alte Bauernsiedlung Ostenfelde liegt zusammen mit Insingdorf nördlich von Neuenkirchen. Seine gut 150 Einwohner leben in einer ruhigen, schönen Landschaft. Ein Kriegerdenkmal bildet den Ortskern.
Die Höfe und Häuser des Ortsteils Insingdorf mit seinen fast 200 Einwohnern liegen in der freien Landschaft an der Grenze nach Gerden oder haben sich an der alten Landesstraße von Melle nach Neuenkirchen angesiedelt. Redecke ist der kleinste Neuenkirchener Ortsteil. Hier leben ca. 100 Menschen. Waldgebiete und freie Landschaften wechseln sich ab. Zwei Kreisstraßen durchschneiden den Ort. Die Menschen leben auf vielen verstreut liegenden Höfen in einer schönen Landschaft. Die Erde hat uns wieder. Herr Niemann war ein umsichtiger Pilot, dem unser besonderer Dank gilt. Seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts bestanden in Neuenkirchen zwei Schulen, die Kantorschule und die Pastorenschule. In der letzteren Schule wurden die Kinder unterrichtet, die zusätzlichen Sparunterricht brauchten, da sie später zum Gymnasium nach Bielefeld geschickt werden sollten. In den Bauerschaften Suttorf und Insingdorf gab es bereits Nebenschulen für die kleinen Schüler, die Älteren besuchten die Neuenkirchener Schulen. Herausragender Lehrer in der langen Zeit seit dem 17. Jahrhundert war Kantor Wiebold. Im Jahre 1864 trat er seinen Dienst an und war 58 Jahre als Lehrer und Rektor in Neuenkirchen tätig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Privatschule Siegfriedschule zur staatlichen Realschule. Rektor dieser Realschule war der Dichter unserer Heimat, Wilhelm Fredemann. Schloss Königsbrück ist von alters her sehr eng mit dem Dorf Neuenkirchen verbunden. Wenn wir nun heute an die erste Erwähnung von Neuenkirchen vor 850 Jahren gedenken, dann ist es sicherlich auch interessant, an die Geschichte von Schloss Königsbrück zu erinnern. Die Burgen des Grünegaus wurden hier zumeist als Wasserburgen angelegt. Der ursprüngliche Auftrag von Königsbrück war es, Mitmenschen, auch besonders aus Neuenkirchen, Schutz zu bieten in Zeiten der Bedrängnis. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich Schloss Königsbrück zu einer prachtvollen, vierflügeligen Weserrenaissance-Anlage. Im Jahre 1862 erwarb mein Vorfahr Georg Wilhelm, Graf und edler Herr von Plathen-Hallermund, das Schloss Königsbrück und den dazugehörenden Landbesitz. Sie sehen ihn hier auf diesem Ölbild. Als ich die Verantwortung für Königsbrück von meinem Vater, Clemens Graf und edlem Herrn von Plathen-Hallermund, den Sie hier im Bild sehen, 1972 übernahm, war das Schloss ein notleidendes Denkmal. Da viele Denkmäler untergegangen waren, habe ich mich dazu entschlossen, das Haus zu restaurieren. Eine Aufgabe, die heute noch nicht abgeschlossen ist. Örtliche Historiker sind der Ansicht, dass es im Stadtteil Neuenkirchen Ansiedlungen bereits weit vor dem urkundlichen Datum 1160 gegeben hat. Ein prägnantes Beispiel dafür ist der Hof Meier zu Heringdorf, den es schon vor über 1000 Jahren gegeben haben soll. Mit der Besitzung zwischen Neuenkirchen und Schipplage St. Annen verbindet sich ein Vorfahre von besonderer Bedeutung. Es ist der Jesuitenpater Johannes Meier zu Heringdorf. Die eigentliche Bedeutung für die Nachwelt erlangte Meier zu Heringdorf jedoch durch die Herausgabe von zwei Kirchenliedsammlungen mit 14 Gedichten von Friedrich Spee. Unendliches Leid musste von der Neuenkirchener Bevölkerung während der zwei Weltkriege erduldet und erlitten werden. An diese dunklen Zeiten erinnern uns noch heute die Kriegsdenkmäler in Neuenkirchen, Schipplage St. Annen und Ostenfelde. Allein auf den Bronzetafeln des Neuenkirchener Denkmals sind 285 Namen von Soldaten verzeichnet, die im Zweiten Weltkrieg sinnlos ihr Leben verloren haben. Ein leuchtendes Beispiel für Versöhnung und Verständigung hat der Landwirt und ehemalige Frontsoldat Karl Nius Obermann mit seiner Reschef-Gedenkstätte in Bad Düttingdorf an der Warmenau geschaffen. Aus allem bleibt für uns für die Zukunft die Erkenntnis, dass es nicht ausreicht, wenn man den Frieden nur liebt,
Ein jeder von uns muss immer wieder aktiv für die Wahrung und Erneuerung des Friedens eintreten. Man sollte nicht vermessen sein, die Neuenkirchener Kunstszene mit weltweit bekannten Orten zu vergleichen, zum Beispiel mit der Maler- und Schriftstellerkolonie Worpswede im Teufelsmoor. Dennoch darf mit gewissem Stolz auf heimische Kunstschaffende hingewiesen werden, die ihre Lebensleistung nachhaltig unter Beweis gestellt haben. Die Rede ist von Dr. Erich Engelbrecht, Ulrich Hemann, Arthur Meyer zu Kühingdorf, Siegmund Strecker und Tom Winkler. Drei der hier genannten Künstler sind nicht mehr unter den Lebenden. Und doch haben sie bis in die Gegenwart hinein Spuren hinterlassen. Wir befinden uns in der evangelischen Christophoruskirche zu Neuenkirchen. Mein Name ist Stefan Wallis. Ich bin der Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Die erste urkundliche Erwähnung Neuenkirchens lässt sich auf das Jahr 1160 zurückdatieren. Die Kirche wurde allerdings natürlich schon vorher gegründet. Mindestens seit der Mitte des 11. Jahrhunderts steht hier die Kirche, um den Einwohnern der umliegenden Bauernschaften die Möglichkeit zu bieten, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Am 18. Mai des Jahres 1883 kam es zu einem verheerenden Brand des Ortskerns. Während ein Blitzschlag 9 Jahre zuvor lediglich den Turm beschädigte, vernichtete das Feuer über 80 Gebäude des Dorfes, darunter die Kirche und auch die Schule. Wie durch ein Wunder kam niemand durch die Flammen direkt ums Leben, der Brand forderte aber dennoch ein Opfer. Am 19. Mai, einen Tag später nach dem Brand, begutachtete Maria Bohle die Überreste des zerstörten Kirchschiffs, als sich ein massives steinernes Fensterkreuz über ihr löste und sie erschlug. Dieses Kreuz ist heute noch auf dem Friedhof an der Niedermühlenstraße zu finden. Es dient als ihr Grabstein. Dank zahlreicher Spenden aus nah und fern gelang es, die zerstörte Kirche wieder aufzubauen. Und so konnte bereits im Jahre 1887 das neue Kirchengebäude eingeweiht werden. Eine besondere Erwähnung verdienen außerdem unsere Kirchenfenster. Während es sich bei den 8 Seitenfenster um Stiftungen der umliegenden Ortsteile handelt, ist das besonders schöne Altarfenster eine Stiftung des Herzogs von Cumberland, des ehemaligen Königs von England und Hannover. 1908 wurde das Erscheinungsbild der Kirche mit der Fertigstellung der vorher nicht vorhandenen Turmspitze erneut entscheidend geprägt. Den Abschluss der Arbeiten bildet bis heute der Einzug der neuen Glocken in den Turm vor 2 Jahren. Es bleibt jedoch anzunehmen, dass sich das Erscheinungsbild der neuen Kirche in den kommenden 850 Jahren weiter verändern wird. Wir befinden uns hier in der Wilhelm-Friedemann-Gedächtnisstube. Es ist das Herzstück unseres Heimathauses. Die Stube ist im Jahre 2007 eingerichtet worden und wir sind dankbar, dass wir von der Tochter des Herrn Friedemann noch viele Utensilien überlassen bekommen haben, die wir hier in dieser Stube ausgestellt haben. Darunter befindet sich nicht nur die Schreibmaschine und die vielen maschinengeschriebenen Manuskripte, sondern es sind darüber hinaus auch noch sein Füllfederhalter und viele persönliche Auszeichnungen, die er im Laufe seines langen Lebens erhalten hat. Wir haben im Laufe der letzten 3 Jahre auch alle seine schriftstellerischen Werke sammeln können, sind uns von Neuenkirchener Bürgern zur Verfügung gestellt worden. Wir sind stolz darauf, dass wir insoweit inzwischen über eine komplette Sammlung verfügen. Interessant sind sicherlich auch die hier ausgestellten Zeitungsartikel, die Ausschnitte aus seinem Leben darstellen. Auch die Fotos haben einen historischen Wert. Unter anderem ist er auf einem Bild mit dem ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik, Theodor Heuss, abgebildet. Die beiden verband ein freundschaftliches Verhältnis. Wilhelm Friedemann hat für Neuenkirchen segensreich gewirkt. Er ist ja nicht nur Landwirt und Schriftsteller gewesen, sondern auch Pädagoge. Segensreich war auch seine Tätigkeit im Bereich der Einrichtung einer staatlichen geförderten Realschule, die heute seinen Namen trägt, Wilhelm-Friedemann-Schule.
Wir freuen uns natürlich auch, dass wir hier unter anderem ein Bild von Herrn Fredemann haben, das von dem Künstler Sigmund Strecker gemalt worden ist. Sigmund Strecker ist nach dem Kriege mit seiner Familie hier in Neunkirchen gewesen und Wilhelm Fredemann hat ihn nach besten Kräften auch gefördert und unterstützt. Und ihm ist es auch zu verdanken, dass die Familie Strecker in dem Fachwerkhaus im Grönebergpark wohnen konnten, in dem sich jetzt das Museum befindet. Ja, ich gratuliere herzlich Gesmold Riemsloh in Neunkirchen zu 850-jähriger Geschichte, der ersten Erwähnung dieser drei Ortschaften damals. Und sowas ist immer eine gute Gelegenheit, dass man sich im Dorf, im Ortsteil bewusst wird, dass man gemeinsam Verantwortung hat fürs Ganze. Die Demokratie hat in Athen und Rom in den Gemeinden begonnen. In der Bibel steht, suche der Stadt Bestes, denn das Wohl der Stadt ist auch dein persönliches Wohl. Und wenn das das Bewusstsein ist in Niedersachsen bei den Bürgerinnen und Bürgern, dann wäre das großartig, auch für das ehrenamtliche, freiwillige Engagement miteinander und füreinander. Und ich finde, jetzt schlägt die Kirchglocke, in die Dörfer gehören Schulen, gehören Kirchen, gehört gemeindliches Leben, gehört Mitwirkung auch bei den allgemeinen Anliegen des Gemeinwesens. Und das ist in der so großen Stadt Melle, der flächenmäßig einer der größten, flächenmäßig größten Städte Niedersachsens, eben gerade auch in den einzelnen Ortsteilen mit ihrer jeweiligen Heimatgeschichte, Ortsgeschichte von besonderer Bedeutung. Da kennt man die Nachbarn, da kennt man die Örtlichkeiten, da weiß man, wo man in den Kindergarten, in die Schule gegangen ist. Das schafft eine besondere Nähe, Identität und Menschlichkeit. Deswegen wünsche ich ganz tolle Jubiläumsfeierlichkeiten. Das wird sicher, so wie ich Melle kenne, großartig gefeiert. Und dafür alles Gute. Mein Name ist Wilfried Hutzler, ich bin der erste Vorsitzende vom Männergesangverein Concordia St. Annen. Wir sind heute hier in der Schule in St. Annen und feiern unseren Karneval, unseren alljährlichen Wiederausrichter ist dort der MGV. Und wir haben den Blick auch schon wieder nach vorne auf die 850-Jahr-Feier von Neunkirchen, wo wir dann freitagsabends bei den Konzerten mitwirken werden. Und wir schauen mal, ob wir dann vielleicht sonntags noch eventuell dort etwas zum Besten bringen bei Kaffee und Kuchen. Liebe Karnevalesen, ich begrüße euch recht herzlich hier in der ehemaligen Schule, im heutigen
festleihen. Von St. Anden zum diesjährigen Karneval des MGV Concordia St. Anden. Ja, die Kinder, die lieben Kleinen. Jungen sind es und ein Hund. Alle vier sind kerngesund. Und kerngesund, das heißt zugleich, bei uns, da gibt's kein Himmelreich. Am heutigen Tage freuen wir uns schon wieder besonders auf die Trine, die ja wieder über das Geschehen im Dorf ein wenig herziehen wird. Der hat gesagt, ich sollte mit ihm ins Bett gehen oder ich sollte ein Lied singen. Ja und? Was hast du gemacht? Bin ich denn Sängerin? Dann auf die beiden Männergruppen, einmal Altherrenballett wie Männerballett. Und dann noch das junge Pärchen oder die beiden Pärchen, die dann ihre Show-Einlage geben. Sowie diverse Sketche, große Sketch, Schwiegertochter gesucht. Also es wird wieder rundherum ein schönes Geschehen und wir hoffen auf eine rege Beteiligung. Aber sag mal, wo ist denn der Prachtkerl? Hier, in meinem Ausschnitt. Ja, was bist du denn für eine? Hallo, ich bin der Alex. Hallo? Raus! Woanders nimmt kein Bier mehr. Ja. Mag schauen, wie gut das Allgemeinwissen unseres kleinen Uwe ist. Was hast du in der Hose? Ich aber nicht. Taschen! Hey, nein, 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 super, geile Zähne. Mit Tränen in der Ohren, oh, ich mach mal so. Am Publikum nagt's nicht. Das war immer famos. Und ich sag ja auch gar nichts. Im Februar 2010 war es wieder soweit. Die Freibad-Initiative Neunkirchen, kurz FBI, lud zur alljährlich stattfindenden Winterpool-Party ins Dorfgemeinschaftshaus. Die vor ca. 7 Jahren von Selle und Peppi ins Leben gerufene Benefizveranstaltung zur Erhaltung des Freibades lockte auch in diesem Jahr wieder viele feierfreudige Gäste nach Neunkirchen. Trotz eisiger Temperaturen bei Minusgraden war die Stimmung der Gäste ausgelassen. Nicht zuletzt dank der vielen freiwilligen Helfer, unter anderem der Feuerwehr und der Landjugend, die das FBI beim Ausschank warmer Getränke unterstützten. Für die musikalische Untermalung sorgte den ganzen Abend über DJ Baxter. Mit seinem Mix aus aktuellen Hits und allseits bekannten Klassikern heizte er den etwa 300 Gästen bis in die frühen Morgenstunden ordentlich ein. Alles in allem mal wieder ein gelungener Abend.
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Wie jedes Jahr lädt der Heimatverein Neuenkirchen seine 160 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Neben den satzungsgemäßen Regularien erfolgt ein Rückblick auf die vielfältigen Arbeitseinsätze und Veranstaltungen, die von den Verantwortlichen ausschließlich ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wurden. Abgerundet wird die Tagesordnung aber auch durch unterhaltsame Themen sowie einen herzhaften Imbiss. Geehrt worden für 30-jährige Mitgliedschaft im Heimatvereinsvorstand Nellem. Für Ortsbürgermeister Volker Theo Eggeling ist es immer ein besonderes Anliegen, den Anwesenden die Grüße des Ortsrates zu überbringen. Weiterhin dankt er den Verantwortlichen im Vorstand für ihren gemeinnützigen Einsatz. Passend zur bevorstehenden 850-Jahr-Feier hat er dem Vorsitzenden Wilfried Buddenbohm als Geschenk eine historische Kartensammlung aus dem Jahre 1784 überreicht. Die Karten erlauben einen interessanten Einblick in die 8 Neuenkirchener Ortsteile und sind eine Bereicherung des Ortsarchives. Zur Freude aller Anwesenden wurde zum Abschluss der Film 800 Jahre Neuenkirchen aus dem Jahr 1960 gezeigt. Ein Film, den seinerzeit Gerhard Niemann gedreht hat. Mit diesem nostalgischen Rückblick in längst vergangene Zeiten endete die Veranstaltung. Das Tor steht offen, von Tönen umgeben, von Stimmen durchzogen. Wie erwacht aus 100-jährigem Schlaf. Ein Schloss, welches da lag wie verzaubert, zur Stille angehalten. Mit Bildern an den Wänden wachgeküsst, mit Leben gefüllt. Mit diesen Worten wurde am 20. März das Sigmund-Strecker-Museum eröffnet. Sein Sohn Bernhard Strecker erbaute seinem bereits 1969 verstorbenen Vater das Museum, in dem neben ca. 50 Arbeiten des Künstlers auch die besondere Architektur des Gebäudes zu begutachten ist. Zahlreiche Gratulanten wohnten der Eröffnung bei. Als Ortsbürgermeister betrachte ich das neue Museum mit seinen Werken samt seinem Standort als Gesamtkunstwerk. Es ist völlig selbstverständlich, dass ich als Haller Vertreterin und Bürgermeisterin hier heute gerne bei Ihnen bin und Ihnen ganz herzlich zu diesem wirklich umwerfenden und beachtenswerten Projekt zu gratulieren. Mit der Einweihung dieser Gedenkstätte setzen Sie einen weiteren Aussichtsturm in unser Heimatland, in die malerische und romantische Landschaft des Teutoburger Waldes, der Ihr Vater in so lebendiger und eigener Weise Ausdruck verliehen hat. Die Bilder sollten ja Nahrung sein aus der wörtlichen Definition von Sigmund Strecker und die Kräfte, die in den Bildern stecken, dafür brauchen sie Zeit, das macht man nicht mal so en passant. Das ist ein Dialog. Bilder schauen dich an. Bilder sind im Dialog mit dir. In einem guten Bilde, wie ich es träume, gibt es Einheit. Die Zeichnung und die Farbe sind nicht mehr zu trennen. Im selben Grade, wie man malt, zeichnet man. Je harmonischer die Farbe wird, desto bestimmter wird die Zeichnung. Das weiß ich aus Erfahrung. Wenn die Farbe den höchsten Reichtum zeigt, zeigt die Form die größte Fülle. Der Kontrast und die Beziehung der Farbtöne, das ist das Geheimnis der Zeichnung und der Modellierung. Alles Übrige ist Poesie.
Durch das Aufstellen der Ortseingangstafeln wurde im April 2010 der Grundstein für das anstehende Jubiläum gelegt. Die feierliche Enthüllung der Schilder übernahm der Ortsbürgermeister Volker Theo Eggeling persönlich. Er dankte an dieser Stelle dem Hauptorganisator des Festes Gerd Krämer, ohne dessen ehrenamtliches Engagement die Durchführung der Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Und ich danke bei dieser Gelegenheit, und ich werde das natürlich bei anderer Gelegenheit auch noch mal deutlich tun, diesem Herrn hier in der braunen Jacke, der unser Oberorganisator ist, der Kontakt zu allen Bürgerinnen und Bürgern hat und sich auskennt in Neunkirchen wie sonst keiner. Ohne Gerd wäre dieses Fest nicht das, ja, was es wäre. Gerd, schönen Dank schon mal. Ja, ich wünsche uns weiter Lust und Laune bei der Vorbereitung. Ja, und dann vom 3. bis 5. September rauschendes 850-Jahr-Fest. 850-Jahr-Feier. Der Mai ist gekommen, und wie in Neunkirchen nach alter Tradition üblich, wird alljährlich am Vorabend des 1. Mai der Maibaum von Mitgliedern des Reit- und Fahrvereins geschmückt und aufgestellt. Zwei Kränze, das Niedersachsenpferd sowie Richtungsschilder mit den Namen der umliegenden Gemeinden zieren den Maibaum und verleihen ihm somit eine zusätzliche Bedeutung. Vor der Aufstellung legen erfahrene Helfer letzte Hand an, um die Stabilität und Sicherheit des Baumes zu gewährleisten. Mit vereinten Kräften wird der Baum unter Beifall der anwesenden Besucher aufgerichtet. Für die passende musikalische Untermalung sorgt der Posaunenchor Neunkirchen unter der Leitung von Horst Bruning. Bei so viel ehrenamtlichem Engagement ließ sich auch der Bürgermeister Volker Theo Eggeling nicht lumpen und spendierte den Freiwilligen zur wohlverdienten Stärkung ein Fass Bier. Auch einige Worte des Dankes richtete er an die Organisatoren. Und gestatten Sie mir, dass ich am Anfang zunächst erstmal Dank abstatte an die, die uns hier heute Abend diesen festlichen Rahmen organisiert haben. Selbstverständlich wurden auch die vielen Zuschauer, die sich das Ereignis nicht entgehen lassen wollten, mit Speis und Trank bestens versorgt. Am Samstagabend, den 8. Mai, lud der Heimatverein Neunkirchen zum Frühlingskonzert auf Schloss Königsbrück ein. Dem interessierten Publikum wurde ein Programm aus Musik und Gedichten rund um den Frühling geboten. Das Interesse war so groß, dass die Gäste über mehrere Räume verteilt Platz nehmen mussten. Zunächst wurden die Gäste vom Vorsitzenden des Heimatvereins Wilfried Buddenbohm begrüßt. Dabei nutzte er auch gleich die Gelegenheit, sich bei der Familie von Richthofen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und ihre Unterstützung des Heimatvereins zu bedanken. Außerdem galt sein Dank allen Beteiligten, die zum Ausbau des Heimathauses beigetragen haben.
Für das musikalische Programm sorgte das Barockensemble Prima Volta mit überwiegend historischen Instrumenten wie Flöten, Streichinstrumenten und Cembalo spielten sie ausgesuchte Stücke, die die farbenfrohe Vielfalt des Frühlings eindrucksvoll einfingen. Zum Einsatz kamen auch etwas kuriosere Instrumente. Vor den jeweiligen Stücken erläuterten die Interpreten Ursprung und Eigenschaften. Dieses Instrument gehört zu den Blockflöten. Von Wilhelm Busch. Es sitzt ein Vogel auf dem Leim. Es sitzt ein Vogel auf dem Leim. Er flattert sehr und kann nicht heim. Ein schwarzer Kater schleicht herzu, die Krallen scharf, die Augen glüh. Am Baum hinauf und immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil das so ist und weil mich doch der Kater frisst, so will ich keine Zeit verlieren, will noch ein wenig quinquilieren und lustig pfeifen wie zuvor. Der Vogel scheint mir, hat Humor. Eines von vielen Frühlingsgedichten, die Annelie Bodenblom jeweils zwischen den Liedern vortrug. Unter anderem mit Texten von Wilhelm Busch und Erich Kästner. Die Pause lud zu interessanten Gesprächen ein. Anstelle eines Eintrittspreises bat er lediglich um eine Spende für den Aufbau des neuen Ortsarchivs. Anhaltender Applaus. Auch zum Schluss waren die Gäste herzlich eingeladen, noch ein wenig zu bleiben. Prima Volta ist übrigens italienisch und bedeutet das erste Mal. Und dieses war ein voller Erfolg. Am 15. Mai war es soweit. Die Freibad-Initiative eröffnete nach langen Sanierungsarbeiten das neue Freibad. Ohne den großen Einsatz des FBI und der zahlreichen Spender wäre dieses Projekt nicht zu bewältigen gewesen. Ja, liebe Freunde, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Eröffnungsfeier. Heute wollen wir die Freibadsaison 2010, unser neues Freibad, feierlich eröffnen. Vielen, vielen Dank für das Engagement, für alle, die hier an einem Strick gezogen haben, die sich hier ins Zeug gelegt haben. Es ist was Tolles entstanden, das soll auch lange so erhalten bleiben. Wir freuen uns auf eine tolle Badesaison bei, ich hoffe, besserem Wetter. Alles Gute für die Zukunft und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Für den Kreis der jüngeren Generation Neunkirchens haben wir heute keinen besseren Botschafter in der Region. Und das möchte auch der Ortsrat zum Ausdruck bringen. Er hat deswegen einstimmig beschlossen, in diesem Jahr
zum Neunkirchener Sonntag als Ehrung die Freibad-Initiative Neunkirchen zu nehmen. Nach den Großworten gab es für die Gäste eine exklusive Führung durch das Freibad, wo man sich selbst einen Eindruck über die uneigennützige Arbeit der neuen Kirchner verschaffen konnte. Viele freiwillige Helfer und ortsansässige Unternehmen beteiligten sich an dem Umbau des Freibades. Die Zuwendungen beliefen sich auf rund 160.000 Euro. Ein deutlicher Beweis: Das Freibad ist für Neunkirchen eine Herzensangelegenheit. Mit einer leckeren Bratwurst und in geselliger Runde klang dir. Eins der größten Ereignisse in Neunkirchen ist die Scheunenfete, die wie jedes Jahr von der Landjugend Neunkirchen veranstaltet wird. Dieses Jahr unter dem Motto Karibische Nacht. Seit der Gründung der Landjugend Neunkirchen im Jahre 1948 nutzen viele Jugendliche das vielfältige Freizeitangebot. Hunderte partyhungrige Jugendliche aus nah und fern, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollten, strömten in die Scheune. Die Party stieg dieses Jahr auf dem Hof Uppmeier in Suttorf. Für die richtige Stimmung sorgte die Partyband Six Up, die bis in die frühen Morgenstunden das Publikum begeisterte. Wieder einmal sorgte die Landjugend Neunkirchen dafür, dass auch dieses Jahr die Scheunenfete ein voller Erfolg wurde. Ja, hallo, ich bin Susanne Penners und leite den Kindergarten hier seit 17 Jahren. Der Kindergarten heißt Bunter Kreisel und den gibt es schon seit 20 Jahren. Der hat sich aus einer Stillgruppe gebildet. Wir sind eingruppig, haben zurzeit 16 Kinder. Wir haben eine Genehmigung für eine volle Integration. Wir sind der erste Kindergarten, der integrativ gearbeitet hat. Die Eltern haben einmal in der Woche Elterndienst, wo sie mit in der Gruppe sind und am Wochenende müssen sie den Kindergarten putzen. Wir arbeiten situationsorientiert. Das heißt, dass wir gucken, was für die Kinder im Moment interessante Themen sind. Und wenn wir halt merken, dass das die ganze Gruppe oder zumindest ein Teil interessiert, dann arbeiten wir dieses Thema halt auf. Mein Name ist Simone Brossmann. Wir sind hier im evangelischen Christophorus Kindergarten in Melle-Neunkirchen. Unseren Kindergarten gibt es über 60 Jahre. Es ist also eine ganz alte Einrichtung, die immer wieder neu erweitert worden ist. Gerade jetzt im letzten Jahr haben wir unsere Krippe eingeweiht, haben einen neuen Anbau bekommen und betreuen dort jetzt 11 Krippenkinder. Insgesamt in dem Kindergarten gibt es 4 weitere Gruppen noch. Es gibt eine Ganztagsgruppe, es gibt eine Kleingruppe und es gibt noch 2 weitere Kindergartengruppen. Jede Gruppe wird von 2 Erzieherinnen betreut. Im Zuge der Ganztagsbetreuung bieten wir natürlich auch einen Mittagstisch für die Kinder an. Wir haben einen geregelten Tagesablauf, das heißt also die Kinder kommen morgens, beginnen in ihren Gruppen. Die Kinder haben dann die Möglichkeit, aus ihren Gruppen herauszukommen und die Angebote in anderen Gruppen mit zu nutzen. Hallo, mein Name ist Nadine Schäfers. Wir befinden uns hier im Montessori-Kindergarten in Neunkirchen. Ich arbeite hier als Heilpädagogin in diesem zweigruppigen Kindergarten, der sich in Trägerschaft der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück befindet.
Es gibt, wie gesagt, zwei integrative Gruppen, in denen wir jeweils 18 Kindern aufnehmen, 4 davon mit besonderem Förderbedarf. Und die werden hier nach den Prinzipien der italienischen Ärztin Maria Montessori betreut und gefördert. Das Besondere an der Montessori-Einrichtung ist einmal der Leitsatz von Maria Montessori, hilf mir es selbst zu tun, nachdem wir hier arbeiten. Also Selbstständigkeit ist ein ganz, ganz großes Thema. Und in den Gruppen befindet sich das sogenannte Montessori-Material. Material aus den Bereichen Sprache, Mathematik, Sinnesmaterial, ja, die einfach die Kinder sehr ansprechen und zum individuellen Lernen, spielerischen Lernen einfach auffordern. Sie befinden sich hier im Kindergarten St. Anna, in Schieflage St. Ann. Und meine Arbeitskollegen Martina Kramm und ich, Tanja Stenzel, betreuen hier 25 Kinder. Eingruppiger Kindergarten hat ja schon Seltenheitswert und vor allem, weil das ganze Gebäude vorher kein Kindergarten selber für sich, sondern ein Wohngebäude, ein früheres Schwesternwohnheim. Und 1951 ist das Ganze zu einem Kindergarten umgebaut worden und 1952 ist das St. Anna Kindergarten eingeweiht worden. Wichtig ist uns, dass wir jedes Kind in seiner Individualität und in seiner Persönlichkeit wahrnehmen, in seiner Persönlichkeit stärken und dass sie wirklich selbstbewusst und selbstgestärkt hier rausgehen. Und vor allen Dingen wollen wir den Kindern eine wirklich unbeschwerte und glückliche Kindergartenzeit bieten, weil das die beste Grundlage ist, sag ich mal, wirklich ein Schulkind sein zu wollen. Mein Name ist Michael Lehnert, ich bin Leiter der Kantor-Wiebold-Schule hier in Melle-Neunkirchen. Der Name unserer Schule fordert in der Regel etwas Erklärungsbedarf. Der Kantor Wiebold ist ortsgeschichtlich hier fest verankert. Der war vom 19. bis weit ins 20. Jahrhundert hinein über einen Zeitraum von mehr als 64 Jahren tätig als Lehrer, Rektor und Kantor in der Kirchengemeinde. Ist im Bewusstsein der Leute in Neunkirchen stark verankert. Als diese Schule hier nach dem Zweiten Weltkrieg 1953 errichtet wurde, erinnerte man sich seines Namens und die entscheidenden Leute im Ort waren sich schnell einig, dass diese Schule diesen Namen tragen sollte. Unsere Schule gehört heute zu den mittelgroßen Schulen hier im Mellerbereich. Wir haben 170 Kinder, hoffen damit die Talsohle erreicht zu haben. Vor 10 Jahren waren es mal 270. Die Bevölkerungsentwicklung, die Prognosen sagen, dass wir uns auf diesem Level hoffentlich einpendeln werden. Die Schule ist gekennzeichnet, denke ich, durch ihre Einbettung in den Ort. Sie hat Schwerpunkte in der Umwelterziehung und in enger Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Heimatverein. Wir zeichnen uns darüber hinaus, denke ich, dadurch aus, dass wir eine sehr umfangreiche Nachmittagsbetreuung anbieten, an 5 Tagen in der Woche bis 16 Uhr. Es arbeiten momentan 10 Lehrkräfte hier. Und darüber hinaus 6 pädagogische Mitarbeiterinnen, die sich um das Wohl der Kinder im Vormittags- und Nachmittags beurteilen können. Ja, mein Name ist Sandra Apeler, ich bin Schulleiterin der Wilhelm-Friedemann-Realschule hier in Neunkirchen. Die Wilhelm-Friedemann-Realschule ist hier im Ort eine kleinere Schule, für eine Realschule zweizügig. Das ist nicht so groß, das heißt, wir haben im Moment 280 Schüler, 20 Kollegen. Daraus ergibt sich eine sehr persönliche Atmosphäre hier vor Ort, die man auch einfach unserem Schulleben immer anmerkt. Seit dem letzten Jahr sind wir eine offene Ganztagsschule, das heißt, von Montag bis Donnerstag haben wir ein Unterrichtsangebot bis 15.15 Uhr. Jahre TVN. Das steht für 100 Jahre innovative und aktuelle Sportangebote rund um Neunkirchen.
Mit seinem breiten Angebotsspektrum begeistert der Turnverein Neunkirchen seit nunmehr über 100 Jahren jung und alt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er mit seinen ca. 1300 Mitgliedern zu einem der größten Sportvereine der Region gezählt werden kann. Altbewährte Angebote unter anderem Leichtathletik oder der Turnunterricht für Kinder finden ebenso regen Zulauf wie die klassischen Ballsportarten Fußball und Handball. Ambitionierte Trainer sorgen mit ihrer reichhaltigen Erfahrung schnell für sichtbare Fortschritte und Erfolge beim Nachwuchs. Neben Aerobic, Tanz- und Fitnesskursen wird das Leistungsportfolio des TVN durch Volleyball und Tennis abrundend ergänzt. Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens lud der TVN im Sommer 2009 vom 9. bis zum 16. August zum Neunkirchener Sommerfest. Zahlreiche Veranstaltungen, unter anderem auf Schloss Königsbrück, im Dorfgemeinschaftshaus oder in der neuen Sporthalle, boten ein buntes und abwechslungsreiches Programm, welches die sportbegeisterten Neunkirchener in Scharen anlockte. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildeten Vorführungen verschiedener Abteilungen des TVN auf Schloss Königsbrück. Demonstration der Rope Skipper, zu Deutsch Seilspringer, sowie die Darbietungen des Tanzkurses und der Bodenturner wurden ebenso begeistert aufgenommen wie die Vorführung Turnen, Tanz und Gymnastik wie vor 100 Jahren. Auch der Ehrenvorsitzende des TVN, Peter Lammerschmidt, ließ es sich nicht nehmen, seine sportliche Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Spiele wie der menschliche Kicker sorgten vor allem bei den jüngeren Gästen für Kurzweil. Während der Veranstaltung Bunter Abend mit einer zünftigen TVN-Brotzeit heizte zunächst der Shanty-Chor Bruchmühlen dem Publikum ordentlich ein. Nach einer deftigen Stärkung mit Leberkäse und Brot boten die Einradfahrer und eine weitere Tanzeinlage gute Unterhaltung. Eine spannende Zaubershow leitete das Ende dieses erfolgreichen Festtages ein. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildete am nächsten Tag der aufwendig gestaltete historische Festumzug durch Neunkirchen. Die Festwoche war ein voller Erfolg und es lässt sich nur noch sagen, schade, dass man sein 100-Jähriges nur einmal feiert.
Bereits seit über 100 Jahren bietet das Lazarushaus im Meller Stadtteil Neunkirchen mit seinen zahlreichen Pflegesystemen von Tages- über Kurzzeit- und Langzeitpflege bis hin zu betreuten Altenwohnungen älteren Menschen Raum, ihr Leben zu gestalten und abzurunden. Zurzeit bewohnen 70 schwer- und schwerstpflegebedürftige Menschen die nach modernstem Standard eingerichteten Einzelapartments des Alten- und Pflegeheims. Für sämtliche Probleme und selbstverständlich auch für ein nettes Gespräch zwischendurch lässt sich bei unserem hervorragend geschulten Fachpersonal immer ein offenes Ohr finden. Auch für Fragen und Anliegen der Angehörigen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter jederzeit, unter anderem telefonisch, zur Verfügung. Vielseitige Beschäftigungen bieten den Bewohnern die Möglichkeit, sich getreu unserem Leitbild selbstbestimmt und individuell zu verwirklichen. Auch einem gemütlichen Grillabend in entspannter Runde steht bei angemessenem Wetter nichts im Wege. Hygiene wird bei uns großgeschrieben. Aus diesem Grund sorgen die Mitarbeiter unserer Wäscherei täglich für frische Wäsche. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, sich die Mahlzeiten nach Hause liefern zu lassen. Dabei berücksichtigen wir natürlich Ihre individuellen Bedürfnisse wie Diabeteskost, leichte Vollkost oder pürierte Kost. Das Altenzentrum in Neunkirchen. Wir sind für Sie da. Die medizinische Versorgung ist in Neunkirchen bestens gesichert. Im Ortskern Neunkirchens befindet sich die Zahnarztpraxis Ahmad Kaderi. Im modernen Wartezimmer wird die Wartezeit für Alt und Jung so angenehm wie möglich gestaltet. Das freundliche Personal arbeitet Hand in Hand, um den Patienten einen lebenslangen Zahnerhalt zu ermöglichen. Ausgebildetes Fachpersonal berät Sie gerne in allen Fragen Ihrer Gesundheit unter Anwendung neuester Behandlungsmethoden. Ebenfalls im Zentrum Neunkirchens befindet sich die Hirschapotheke. Hier finden Sie alles rund um das Thema Gesundheit und Arzneimittel. Erfahrenes Personal berät Sie gerne bei der richtigen Wahl verschriebener Medikamente oder der einfachen Hilfe im Alltag. Die Praxis für Allgemeinmedizin von Michael Hoffknecht ist gleich neben der Apotheke gelegen. Freundliches Personal empfängt Sie in der Anmeldung. Im wohnlich eingerichteten Wartezimmer verfliegt die Zeit wie im Flug. Die Erhaltung Ihrer Gesundheit und Ihr Wohlbefinden ist eine der Hauptaufgaben von Dr. Michael Hoffknecht. Ob der einfache Routinecheck zur Vorsorge oder die Behandlung Ihrer Beschwerden, das qualifizierte Team stellt Ihre Gesundheit in den Vordergrund.
Allen, denen ein Gang zur Praxis aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, stattet der Arzt auch Hausbesuche ab. Hier können Sie sich wohl und sicher fühlen. Die Versorgung wird abgerundet durch die Zahnarztpraxis Viktor Zeitler. An der Anmeldung empfangen Sie freundliche Mitarbeiter. Im modern eingerichteten Aufenthaltsraum der Praxis Dr. Zeitler haben Sie die Möglichkeit, sich die Wartezeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Hier wird besonderer Wert auf die Atmosphäre gelegt. Dies wird durch geschultes Personal und Einsatz modernster Techniken gewährleistet. Individuelle Beratung sowie Ihr Wohlbefinden stehen hier an erster Stelle. Wir haben 8 Exemplare von Strohfiguren und es drückt aus, dass wir die 850-Jahr-Feier nicht nur für den Ort Neunkirchen machen, sondern gewissermaßen im ganzen alten Kirchspiel, in der alten Samtgemeinde Neunkirchen machen. Alle haben mitgezogen, das drückt das auch aus. Ja, und unser Fest liegt im Herbst, liegt zur Erntezeit und da lag es nahe, irgendwas zu machen, was mit Ernte, was mit den ländlichen Traditionen Neunkirchens zu tun hat. Den Auftakt der Feierlichkeiten zum 850-jährigen Bestehen des Stadtteils Neunkirchen bildete der eigens dafür ausgerufene Strohfigurenwettbewerb der Ortsteile Neunkirchen, Suttorf, Holterdorf, Kühendorf, Schipplage, St. Annen, Ostenfelde, Insingdorf und Redecke. In besonderer Weise trug der Wettbewerb dazu bei, dass sich der Stadtteil Neunkirchen insgesamt als eine lebendige Gemeinschaft eben dieser 8 Ortsteile erleben durfte.
Dank der weitläufigen Resonanz in der Region war die Veranstaltung eine hervorragende Werbeaktion und läutete das anstehende Jubiläum auf ideale Art und Weise ein. Anlässlich der Ausstellung zur 850-Jahr-Feier Main-Neunkirchen in der Geschäftsstelle der Kreissparkasse, in den Räumlichkeiten des Schreibwarenhandels Oermann und im Bürgerbüro war die Bevölkerung aufgerufen, historische Gegenstände zur Verfügung zu stellen. Besonderer Dank gilt hierbei Familie Oermann für die zur Verfügung gestellten Fotos und Erich Voss für einen großen Pool an historischen Dokumenten. Über eine Woche lang konnten sich die zahlreichen Besucher an den so zusammengekommenen alten Schätzen der Vergangenheit erfreuen. Schon heute machen wir den Auftakt mit dieser Ausstellung hier in der Sparkasse. Und es ist uns gelungen, vor allen Dingen durch die Hilfe von Karin Simon, dort diese Vitrinen einzurichten mit Erinnerungsstücken aus Neunkirchen. Ja, wir haben eigentlich noch viel mehr. Aber ja, nur das, was hier ist, konnte untergebracht werden. Und wir haben hier die Ausstellung der Firma des Unternehmens Oermann hier, die das gekoppelt haben mit ihrer 90-Jahr-Feier. Ich glaube, das darf ich wohl so sagen. Und die über eine Menge eigener Bilder verfügen, neben denen, die Erich auch noch zur Verfügung gestellt hat. Also ich finde es grafisch sehr schön aufgemacht, was Sie uns hier präsentieren. Und ich finde, es ist ein gelungener Auftakt für die 850-Jahr-Feier in Neunkirchen. Eine gelungene Ausstellung zu 850 Jahre Neunkirchen mit viel Sehens- und Wissenswertem. Am 4.9. war es soweit. Das Festwochenende wurde festlich mit einem Eröffnungsgottesdienst in der Christophoruskirche begangen. Kein Neunkirchner wollte sich dieses Ereignis entgehen lassen, sodass schon weit vor Beginn des Gottesdienstes alle Plätze besetzt waren. Vertreter der Stadtverwaltung waren gekommen. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt wird gefeiert, 850-jähriger Geburtstag. Zur Begrüßung und zum Auftakt hörten wir zum heutigen Konzert unseren Posaunenchor Neunkirchen unter der Leitung von Horst Bruning. Ich darf Sie als Ortsbürgermeister ganz herzlich begrüßen und im Namen des Ortsrats, wie Sie wissen, unseres Stadtteilparlaments willkommen heißen. Gerne eröffne ich heute Abend unser dreitägiges Fest zum 850-jährigen Jubiläum Neunkirchens. Nach den Grußworten des Ortsbürgermeisters eröffnete der Kinderchor unter Leitung von Ruth Wallis den Abend. Fantastisch, Musik, die uns gefällt. Freudestrahlende Gesichter erfreuten die Besucher. Das Publikum freute sich über die Glückwünsche von Herrn Dr. André Berghegger. Von der Empore aus sang der Landfrauenchor für die zahlreichen Besucher. Das
Der JKMI-Chor begeisterte mit einer Instrumentaleinlage das Publikum. Die Chorgemeinschaft MGV Liederwald-Tenhausen und MC Borkholzhausen sang. Der Gesangsverein Eintracht Neunkirchen präsentierte sein Stück im Kanon. Die legendären St. Annen Sisters sangen ihre bekannten Songs. Der MGV Concordia St. Annen präsentierte den Partyhit Traum von Amsterdam in einer eigens interpretierten Chorfassung. Der Funke sprang auch auf das Publikum über. Zum Abschluss der gelungenen Auftaktveranstaltung zum 850-jährigen Jubiläum spielte der Posaunenchor das Lied Jesus Christ Superstar unter der Leitung von Horst Bruning.
Beim Verlassen der Kirche werden die Besucher von fantasievollen Lichtspielen verzaubert. Der komplette Festplatz wurde in buntes Licht getaucht. Auf der Bühne vor der Kirche spielte die Band Neuland. Bis in den späten Abend hinein wurde in gemütlicher Atmosphäre der Tag beschlossen. Der zweite Festtag begann mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Der TVN zeigte dort die große Vielfalt der Tanz- und Sportgruppen. Das Publikum fand großes Gefallen an den Darbietungen auf der Bühne. Die Jungen und Mädchen vom TVN hatten zu jedem Lied eine passende Choreografie auf Lager. Auch die Fußball-WM wurde thematisch umgesetzt. In der Kirche konnte man sich in einer von Erich Voss vorbereiteten Ausstellung genauer über die Geschichte und das Leben in Neunkirchen informieren. Die älteren Generationen hatten einige interessante Geschichten parat, die die Neunkirchener staunen ließen, wie es früher so in Neunkirchen zuging. Mit einer leckeren Bratwurst war man gut gestärkt für den historischen Markt am Nachmittag. Historische Dinge aus 850 Jahren Neunkirchen konnten bestaunt werden. Ein Großteil der Bevölkerung kam in altertümlicher Kleidung. Altes Handwerk wie Holz- oder Schmiedearbeiten wurde gezeigt und man konnte sich auch selbst darin versuchen. Ein Highlight für die Kinder war das Hochradfahren. Auf dem Markt gab es alles, was das Herz begehrte. Ob Obst oder Gemüse, selbstgemachte Marmelade oder doch ein handgeschnitzter Brieföffner. Auch Zocker kamen beim Hühnerlotto auf ihre Kosten. Auch die Kinder hatten ihren Spaß, zum Beispiel beim Herstellen eigener Seife oder beim Schießen mit dem Luftgewehr. Sich der Umgang mit dem Element Holz und dessen Verarbeitungsmöglichkeiten.
Auch auf der Hüpfburg herrschte reges Treiben. Für Treckerfans bot sich auf dem Hof Wehmer die Möglichkeit, alte Landmaschinen zu bestaunen. So entstanden schöne Gespräche mit den Besitzern der Maschinen. Jung und alt tanzten auf den Sommerhit des Jahres. Bei dem ein oder anderen Bier feierte man ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst unter der Leitung von Pastor Stefan Wallis. Ich habe die Kirchweihe gefunden, denn Neuenkirchen ist in seiner Sache ja einfach eine neue Kirchweihe. Nach dem Gottesdienst begann im Festzelt die Ehrung der Freibad-Initiative anlässlich des jährlichen Neunkirchener Sonntages. Liebe Freibad-Initiative, liebe Mitglieder der Freibad-Initiative, wir haben Sie hier vorne, ja, an diesem gelb dekorierten Tisch sitzen mit den blauen Hemden in größerer Zahl. Ich sage, verehrte Musiker der Gruppe Jaywalk, ja, liebe Gäste, ich darf Sie als Ortsbürgermeister natürlich ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu dieser Ehrung. Einlage der Band Jaywalk rundete die Ehrung ab. Erfolg ist gleich Begeisterung mal Anstrengung im Quadrat. So lautete die Erfolgsformel des FBI. Aufstellung annehmen hieß es am Sonntagmittag in der Nordstraße. Bei strahlendem Sonnenschein sammelten sich die Gruppen, Teilnehmer des Umzuges und der Musikchor der Stadt Löhne. Nicht nur die Zuschauer suchten sich die besten Plätze, auch wir. Vom Steiger der Firma Wischmeier aus filmten wir das Geschehen. Auch der Bürgermeister der Stadt Melle ließ es sich nicht nehmen, das Treiben zu verfolgen.
dann ging es endlich los. Sämtliche Motivwagen setzten sich in Bewegung und zogen durch Neunkirchen. Begleitet durch die Feuerwehr bewegte sich der Umzug in Richtung Ortskern, wo viele Zuschauer aus nah und fern auf ihn warteten. Die Kantor-Wiebold-Schule präsentierte sich in Form eines selbstgebastelten Drachen. Der TVN spielte mit seinem Wagen noch einmal auf das 90-jährige Bestehen des Vereins im letzten Jahr an. Die Trachtengruppe präsentierte sich mit einer vierspannigen Kutsche. Musikalisch wurde der Festumzug vom Spielmannszug begleitet. Die Feuerwehr präsentierte sich mit der aktiven Alters- und Jugendabteilung. Hunderte Zuschauer säumten die Straßen im Ortskern von Neunkirchen. Hallo, ich hab Durst. Nach dem Festumzug herrscht dichtes Gedränge in der Kirchburg.
Eine Stärkung bei Kaffee und Kuchen, das ließen sich viele nicht zweimal sagen. So herrschte im Festzelt reges Treiben. Das Kuchenangebot der Landfrauen war schnell vergriffen. Zum Abschluss der Feierlichkeiten prämierte Theo Eggeling die besten Strohfiguren. Dann gehen wir jetzt zur Premiere. Alle 8 Stadtteile haben sich außerordentliche Mühe gegeben. Alle 8 Stadtteile hatten hervorragende Ideen und Fantasien. Und wir haben hier eine kleine Volksabstimmung gemacht über die Postkarte, die an der Stadtteilkarte hing, konnte man sich beteiligen. Also, was denken Sie? Wer hat den ersten Preis gemacht? Frage mal einen der Kinder, was denkt ihr denn? Ja. Ja, wenn du es mal sagst? Die Strohkirche. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Den ersten Preis beim Strohfigurenwettbewerb hat in der Tat Ostenfelde gemacht. Anlässlich der 850-Jahr-Feier spricht der Ortsrat Neunkirchen den Bürgerinnen und Bürgern des Ortsteils Ostenfelde für die Errichtung einer ideenreichen Strohfigur Dank und Anerkennung aus. Besonders dankt er, also der Ortsrat, für den Gemeinschaftsgeist und das bürgerschaftliche Engagement, das den Bau der fantasievollen Strohfigur vor Ort ermöglicht hat. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass der Stadtteil Neunkirchen insgesamt als eine lebendige Gemeinschaft seiner 8 Ortsteile erlebt werden kann. Besten Dank und hier die Urkunde. Wir haben natürlich nicht nur eine Urkunde vorbereitet. Ja, die Gemeinschaft, die sich gezeigt hat in Ostenfelde, die soll ja auch so weitergehen. Und damit Sie nochmal wieder einen Anlass haben zum Feiern, haben wir hier dafür gesorgt, dass es ein Fass Bier gibt. Und dass es einen Schwung Bratwürste gibt dazu, damit ja, eine Unterlage entsteht. Ja, wir kommen zu denen, die den zweiten Platz, und ich sage nicht den dritten, sondern gemeinsam den zweiten Platz belegt haben. Ich nenne erstmal den Ortsteil Kühldorf. Jetzt kommen wir zum zweiten Preis. Judith meint, es könnte vielleicht der Dorf Koring-Insendorf gewesen sein. Und so ist es auch. Als Verlierer musste sich am Ende keiner fühlen, denn das Wichtigste, der Spaß, stand bei allen im Vordergrund. Ein wundervolles Jubiläumsjahr geht zu Ende. Das Jahr 2010 ist wohl als eines der ereignisreichsten und zugleich schönsten in die Geschichte eingegangen. Zahlreiche Veranstaltungen liegen hinter den Helfern und den Organisatoren und jede für sich war ein großer Erfolg. Viele schöne Augenblicke, Eindrücke und Erlebnisse werden in unvergesslicher Erinnerung bleiben.
Lammerschmidt Fleischwaren GmbH bietet seit über 100 Jahren Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung. Tradition und Fortschritt werden harmonisch ergänzt und sichert eine gleichbleibend hohe Warenqualität. Die Frische der nur begrenzt haltbaren Wurst- und Fleischwaren bestimmt das tägliche Handeln unserer engagierten und kompetenten Mitarbeiter. Schauen Sie doch einfach mal in einer unserer Filialen vorbei und testen Sie unser Angebot. Die Firma Wilhelm Niemann GmbH ist seit 1963 Hersteller hochwertiger Maschinen für die Farben-, Lack- und chemische Industrie. Innovationen und kontinuierliche Weiterentwicklung haben uns zu dem weltweit führenden Unternehmen in der Dispergier- und Feinmaltechnik gemacht. Mehr als 3.800 Maschinen sind heute in fast allen Ländern der Welt im Einsatz. Entwicklung, Vertrieb und Produktion erfolgen ausschließlich am Standort Melle-Neuenkirchen mit ca. 100 Mitarbeitern. Maschinen made by Niemann, made in Germany. Entschuldigung, könnten Sie mir weiterhelfen? Ich suche einen kompetenten Fachmann in Sachen Finanzen und Versicherung. Dann gehen Sie doch zur Sparkasse. Entschuldigung, können Sie mir weiterhelfen? Ich suche einen kompetenten Fachmann in Sachen Finanzen und Versicherung. Autoreparatur ist Vertrauenssache. Wir reparieren und lackieren, bieten glänzende Leistung und überzeugenden Service. Professionell, zuverlässig und just in time. Als zertifizierter Karosserie- und Lackierfachbetrieb arbeiten wir auf höchstem technischem Niveau mit modernsten Reparaturmethoden und bestens ausgebildeten Mitarbeitern. Werner Steinbreder GmbH. Der richtige Weg bei Unfallschäden. Wurstwaren, Schinken, Konservenwurst und Fertiggerichte in Dosen. Hier bekommen Sie Qualität aus einer Hand. Vom lebendigen Tier bis zur frischen Wurst. Ein eingespieltes Team stellt täglich neue Ware her. Genießen Sie leckere Gerichte an unserem Mittagstisch oder verschenken Sie Präsente mit frischen Wurst- und Fleischwaren. Wienkamp Wurst- und Schinkenware nach Hausmacherart. Denn Fleischkauf ist Vertrauenssache. Herzlich willkommen in der Gaststätte zum Auerhahn. Unser Familienbetrieb bietet das passende Ambiente für Ihre Feier. Bereits in der dritten Generation legen wir Wert auf Ihre Zufriedenheit. Unser klimatisierter Festsaal bietet Platz für bis zu 130 Personen und kann individuell nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Oder nehmen Sie sich eine Auszeit in unserem Biergarten. Wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen bei Oermann. Seit 1920 finden Sie bei uns Schreibwaren und alles rund um Ihr Büro. Kundenfreundlichkeit und kompetente Beratung wird bei uns großgeschrieben. In unserem Hause befindet sich zusätzlich eine Filiale der Deutschen Post. Schauen Sie doch mal rein. Wir freuen uns auf Sie. Die Agrosoft EDV-Entwicklung ist Hersteller der Ackerschlagkartei Grabowski. Die Software zählt zu den leistungsfähigsten Ackerschlagkarteien am deutschen Markt und setzt sich aus den Standardmodulen Flurstückverwaltung, Düngeplanung sowie unter anderem der Mandanten- und Netzwerkfähigkeit als Zusatzmodule zusammen. Agrosoft. Es geht auch einfach.
Haustür oder Garagentor, Fußboden oder Deckel. Wir machen alles. Die Möbeltischlerei Sienkamp ist eine Bau- und Möbeltischlerei der Extraklasse. Seit 1883 kümmern wir uns um Ihren Innenausbau, stellen Möbel individuell auf Ihre Wohnverhältnisse her und wechseln Fenster und Türen in kürzester Zeit. Bei uns werden Ihre Wohnträume Wirklichkeit. Direkt an der Tankstelle Neunkirchen befindet sich der Autoservice Siekermann. Wenn Sie einen kompetenten Partner in Sachen Auto suchen, sind Sie hier genau richtig. Vom einfachen Ölwechsel bis hin zur aufwendigen Reparatur. Hier wird alles zu Ihrer Zufriedenheit erledigt. Kundennähe ist uns wichtig. Siekermann Autoservice, Ihr Kfz-Meisterbetrieb. Wir vom Landtechnischen Lohnunternehmen Horst Sabbert sind Ihr Ansprechpartner in Sachen Agrartechnik. Von der Saat bis zur Ernte übernehmen wir mit modernster Technik Teilbereiche oder die komplette Bewirtschaftung Ihrer Ländereien. Seit 1952 stehen wir für gute Beratung, Zuverlässigkeit und Kompetenz. Sabbert in Melle Neunkirchen. Richter Furniertechnik. Wir konzipieren und produzieren Produkte für die hochwertige Möbelfertigung, den Innenausbau und den Holzwerkstoffhandel. Unsere 1984 gegründete Firma mit über 80 Mitarbeitern bietet ein breites Sortiment an Akustikelementen, Furnierkanten und Steinfurnieren. Qualität made by Richter. Herzlich willkommen bei Ihrem Raumausstatter Pott. Wir beraten Sie gern und beantworten Ihre Fragen rund um das Thema Raumgestaltung, Farb- und Materialauswahl, Bodenbeläge, Polsterartikel und Malerarbeiten. Sprechen Sie uns an. Auf Wunsch besuchen wir Sie vor Ort und besprechen Ihr Vorhaben. Raumausstatter Pott. Wir finden die ideale Lösung. Sie wollten schon immer einmal reiten lernen oder suchen eine geeignete Unterkunft für Ihr Pferd? In idyllischer Lage und familiärer Atmosphäre, weit weg vom stressigen Alltag, befindet sich der Pferdehof Hagemann Christoseck. Hier finden Sie FN-geprüfte Pensionsställe mit allem, was das Herz begehrt. Lassen Sie es sich und Ihrem Pferd gut gehen. Hof Hagemann Christoseck, ein Platz zum Wohlfühlen. Werner Kranz ist Ihr kompetenter Partner in Sachen Elektro- und Sanitärinstallation. Ob Privat, Gewerbe oder Industrie, seit 1979 Qualität der Extraklasse. Zusätzlich kümmert sich der Elektriker und sein Team um Ihre Gas- und Ölbrennwertsysteme und Solarsysteme zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Kranz, Elektro, Sanitär, Heizung. Lassen Sie sich überzeugen. Die Tischlerei Kloos bietet Ihnen innovative Lösungen Ihrer Wohnideen. Ob Fenstereinbau oder Tischlerarbeiten. Wir legen viel Wert auf Kreativität, Funktionalität und Qualität. Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten Sie auch gerne vor Ort. Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum. Tischlerei Kloos in Melle Neunkirchen. Sie feiern Polterabend, Hof- oder Weinfest, Hochzeit, Geburtstag oder irgendeine andere Veranstaltung? Dann sind Sie bei I&N Imbisswagen Verleih Melle genau richtig. Mieten Sie unseren Imbisswagen, solange Sie möchten. Flexibilität wird bei uns großgeschrieben. Auch ideal, um in die Imbisswagen Selbstständigkeit reinzuschnuppern. Seit 1950 befasst sich die Humbert und Pohl GmbH und Co. KG mit der Entwicklung und Fertigung von Systemen für innerbetrieblichen Schütt- und Stückguttransport. Neben den Hauptprodukten erarbeiten kompetente Ingenieure, Techniker und Facharbeiter auch benutzerorientierte Sonderlösungen in enger Absprache mit dem Kunden. Die reibungslose Auftragsabwicklung mit der notwendigen Termintreue schätzen Kunden in der ganzen Welt.
herzlich willkommen bei Eismann Automobile. Starten Sie durch mit einem unserer attraktiven Neuwagen oder Top-Gebrauchten. Ein professionelles Team erwartet Sie im Servicebereich. Abschleppdienst sowie TÜV- und Abgasuntersuchung runden unser Leistungsspektrum ab. Eismann Automobile. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Ganz in der Nähe des Neunkirchner Ortskerns befindet sich die Dirkseide GmbH. Wir bieten Ihnen Blumen und Gestecke für jeden Anlass. In unserer hauseigenen Gärtnerei finden Sie bestimmt die richtigen Blumen und Pflanzen für Ihren Geschmack. Seit über 30 Jahren stehen wir für Qualität und Zuverlässigkeit. Dirkseide GmbH. Das Grillbistro Alte Schmiede bietet ein reichhaltiges Angebot an kräftigen Mittagsspeisen. Bratwurst, Currywurst, Pommes, Hamburger, Salate und kalte Getränke. Lassen Sie es sich schmecken. Satt werden Sie auf jeden Fall. Die Alte Schmiede. Klein, aber fein. Offenheit und Toleranz gegenüber allen Bedürfnissen der Menschen ist ein Grundsatz des Evangelischen Altenzentrums Neunkirchen, das 70 schwer- und schwerstpflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ein dauerhaftes Zuhause bietet. In wohnlicher Atmosphäre, in ausschließlich dem modernsten Standard entsprechenden Einzelapartments, sorgen kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Wohlbefinden der Bewohner. Bigkötter GmbH. Wir sorgen für einen festen Untergrund. Straßensanierung, Asphalt und Pflasterarbeiten sind nur ein Teil unseres Leistungsspektrums. Unser großer Fuhrpark ermöglicht es uns, unterschiedlichste Projekte zur völligen Zufriedenheit unserer Kunden durchzuführen. Ob Groß- oder Kleinprojekte, Bigkötter GmbH, Ihr kompetenter Ansprechpartner im Tief- und Straßenbau. In der Nachhilfeschule Neunkirchen werden seit 15 Jahren Noten verbessert. In der angeschlossenen Musikschule werden sie gesungen und gespielt. Erfahrene Pädagogen wie Achim Brune, an dessen Lerntrainingskursen schon weit über 1000 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben, verbessern Konzentration, Verständnis und Merkfähigkeit ihrer Schüler. Dabei spielt der Spaß am Lernen wie auch hier im Musikunterricht eine tragende Rolle. Herzlich willkommen in der Tischlerei Wilfried und Rainer Bruning. Mit höchster Sorgfalt und Genauigkeit verarbeiten wir Holz. Uns ist es wichtig, dass Sie sich lange an unseren Produkten erfreuen können. Deswegen steht Qualität bei uns an erster Stelle. Unser Meisterbetrieb berät Sie gern bei der Umsetzung Ihrer Ideen. Tischlerei Wilfried und Rainer Bruning in Melle Neunkirchen. Mitten im Herzen von Neunkirchen liegt die Bäckerei Schulte. Wir bieten leckere Backwaren jeder Art, täglich frisch und in bester Qualität. Verwöhnen Sie doch einmal Herz und Seele mit unseren Köstlichkeiten direkt vor Ort, im neu gestalteten Innenbereich oder bei gutem Wetter auf unserer Außenterrasse. Erleben Sie unser erlesenes Angebot. Wir bieten Ihnen von der Inspektion, Reparatur bis zum Tuning ein großes Spektrum an Leistungen. Unfallinstandsetzung, Motordiagnose, Abschleppservice oder ein Ersatzwagen, während Ihr eigenes Fahrzeug repariert wird, alles kein Problem. Auto-Check Wiespecker, denn wir kümmern uns um Ihr Fahrzeug. Böckmann Erdbeeren. Auf unseren sorgsam und mit viel Handarbeit gepflegten Feldern lachen und leuchten Ihnen die Erdbeeren strahlend rot entgegen. Wir setzen jedes Jahr frische, junge Pflanzen, um Ihnen Erdbeeren von höchster Qualität anbieten zu können. Besuchen Sie unsere Selbstpflückplantagen oder schauen Sie bei unseren Verkaufsstellen vorbei. Böckmann Erdbeeren. Einfach bärenstark.
Malerfachbetrieb Edson, ein Familienbetrieb, der für Qualität, Zuverlässigkeit, Sauberkeit, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allen Dingen Zufriedenheit steht. Neben sämtlichen Maler- und Lackierarbeiten kümmern wir uns zusätzlich noch um Ihren Fußboden, Tapezierarbeiten, Wärmedämmung und einiges mehr. Unser hochmotiviertes Team freut sich auf Sie. Holz und Handwerk Nierakten. In den Bereichen Möbelbau, Treppen, Fenster, Türen, Fußböden sowie Einzelanfertigungen jeglicher Art und Trockenbau erfüllen wir höchste Kundenansprüche. Die Qualität unserer Arbeit und die Liebe zum Detail sind das, worauf wir stolz sind. Wir möchten, dass Sie sich viele Jahre an den Produkten aus unserer Werkstatt erfreuen können. Elektronikpartner Riske ist Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Multimedia. Wir beraten Sie gerne in Sachen Fernseher, Telefonanlagen, Audioanlagen und vielem mehr. Defekte Geräte nehmen wir genau unter die Lupe und reparieren sie kostengünstig. Auch das Inbetriebnehmen von Telefonanlagen oder Satellitenschüsseln gehört in unser breit gefächertes Repertoire. Elektronikpartner Riske. Und läuft. Pflasterarbeiten, Gartengestaltung, Hochbau, Bausanierungen. Frank Müller und sein engagiertes Team hilft Ihnen weiter. Benötigen Sie Holz, um warm durch den Winter zu kommen? Kein Problem. Auch größere Arbeiten sind für uns eine Kleinigkeit und werden termin- und fachgerecht erledigt. Wir kennen uns bestens aus und haben jedes Werkzeug zur Hand. Frank Müller, der macht das. Ob klassisch, moderne Frisuren, neue Looks, Echthaarverlängerung oder Brautfrisuren, wir können alles und noch viel mehr. In unserem Salon erwartet Sie ein freundliches und motiviertes Team. Eine optimale Beratung für Ihre persönliche, individuelle Haarbehandlung liegt uns am Herzen. Friseur Harmonie. Lassen Sie sich verwöhnen. Millionär geheiratet? Ach Quatsch! Lotto? Nein! Ich habe einfach bei der Volksbank gespart. So einfach? Ja, so einfach. Perno Armaturen GmbH. Unsere 1994 gegründete Firma hat als europaweit operierendes Unternehmen ein breit gefächertes Armaturenprogramm zu bieten. Produktgüte sowie Liefertreue und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis stellen für uns einen hohen Stellenwert dar. Ein kompetentes Team bietet innovative, auf Sie zugeschnittene Problemlösungen an. In allen komplexen Fragen rund um Ihre Sicherheit und Vorsorge steht Ihnen Ihre VGH-Vertretung in Neuenkirchen zuverlässig zur Seite. Und das schon seit über 33 Jahren. Mit uns haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite. Unsere Kunden profitieren von günstigen Konditionen bei bestem Service. Denn uns ist es wichtig, eine für Sie vorteilhafte und langfristige Lösung zu finden, in allen Versicherungs- und Bausparfragen sowie Ihrer Altersvorsorge. Wenn es ums Thema Bäume geht, sind Sie bei uns genau richtig. Mit umfangreicher und professioneller Technik sorgen wir für den langlebigen Erhalt Ihrer Bäume. Ob Baumpflege, Baumfällung, Totholzbeseitigung, Schredderservice, Wurzelentfernung, Rasenpflege oder die Entsorgung des anfallenden Schnittgutes. Vom Jungbaum bis zum Naturdenkmal. Wir bieten Ihnen sämtliche Dienstleistungen rund um den Baum an. Baumpflege Heiko Bösemann. Keine Angst vor großen Bäumen.